Nicht schießen! Nicht schießen! Bitte! Wir müssen zurück in die Pistenraum und die Maschinen! Diese Dinger! Sie verstehen nicht! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Alien-Modus. Mit dabei Sorbus. Jo, Leute. Und wir spielen wieder Episode Nummer 1, Nightfall. Und ich habe gehört, wir machen das jetzt. Ich habe gehört, wir spielen es komplett durch. Habe ich auch gehört. Denn wir haben hier absolute Profis dabei. Der Sorbus, der Typ ist krass. Nicht der Sorbus. Was? Klar, hast du auch vorhin noch gesagt. Dreimal Prestige oder so. Echt? Ja, auf jeden Fall mehrmals gedrückt als zwei oder dreimal. Oh, das Zeichen sieht doch geil aus. Denn die sind auf jeden Fall weiter als ich damals auf PC und ich habe ja auch schon zwei oder dreimal Prestige gehabt. Und trotzdem so schlecht? Trotzdem bin ich so gut. Ja, das ist beeindruckend auf jeden das Fall. Was müssen wir machen? Moment, im Nahkampf schlitzen. Whee. Sollte machbar sein. Die Dinger rennen weg. Der hat schon voll den geilen Anzug, guck dir das mal an hier. So ja, der ist King. Suit. Oder sowas. Wo ist der andere? Na, irgendwo da hinten. Ist er schon wieder rausgegangen? Nee, der sucht Truhen. Ist er raus? Nee, der ist noch drin. Ja, der sucht da hinten wahrscheinlich wieder diese kleinen Truhen. Die sind ja richtige Geier hier. Rennen hier rum, nehmen alles mit. Ja, haben dich abgelöst. Sonst machst du das ja immer. Nee, ich bin schon ganz gut dabei. Moment, hier, zack. Magazin mitgenommen. Also so ein paar Sachen kann ich auch noch mitnehmen. Geschafft. Erste Herausforderung. Sauber und ich mache hier ein Upgrade bei der Pistole. Ja, das ist gut. Ein bisschen Ego-Gameplay. Welche Waffe würdest du dir hier holen? Die Elsa. Guck mal, hier drin steht er. Was macht der Typ? Ich erstmal ausgeruht oder was? Okay, Bohrer durch. Haufen in die Kiste gelegt, glaube ich. Und wir haben zwei Punkte. Ich bin Level 26 geworden. Geil. Gut, gut. Der Sturm verursacht Interferenzen. Wenn der Kontakt wieder abbricht, finden Sie Dr. Cross und bergen Sie alle Daten zu. Irgendwie muss ich schon sagen, Pistole. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Dead Space, ja. Und mit diesen Funksprüchen und dann diese scheiß was weiß ich, was das sind, was da vom Himmel kommt. Auch ein bisschen aus wie die Scherben oder wie das heißt aus Dead Space. Du meinst den Marker? Ja, die sehen ein bisschen aus, zumindest. Es wäre richtig geil, wenn man hier auch die ganzen Körperteile abballern könnte. Ja, so die Gegner zertreten mit dem Stiefel. Schön hier ins Gesicht. Das wäre doch übelst geil, ey. Wie ein Gears of War. Guck mal, hier drüben Munition, wer hat die hingelegt? Ich nicht. Soziale Mitspieler. Wahnsinn, wir sind ein richtiges Team. Leute, ich habe Tränen in den Augen. Ja. Ich reiche dir gleich das Taschentuch. So, geil, ey. Ich wette, wir spielen es durch. Ja. Venom also, wir kommen auf jeden Fall weiter als sonst. Da bin ich Skorpion da hinten. Und nächste Herausforderung geschafft. Skorpion, mach den. Bin dabei. Oh, ich habe keine Mumpe mehr. Schmesser dich auch. Mann. Hast du ihn geholt? Nee, ich habe nur Assist bekommen. Ich habe auch 100. Echt? Ja, eben gerade 100 bekommen. Oh, ich auch. Normalerweise geben die 300, wenn du ihn alleine machst, 200, wenn du ihn tötest und jemand anderes mit drauf ballert und 100 eben, wenn du Assist machst. Okay, wieder ein Punkt und wir nehmen uns, Moment. Brüstung gelegt, oder? Falls du brauchst. Ja, die Runde hier mache ich noch ohne Munition. Hey, der eine hier hat ein Schild in der Hand. Ist ganz geil, glaube ich. Ja, ein richtiger Profi. Ja, er weiß, was er macht. Aber diesmal haben wir auch, finde ich, ziemlich gute Aufgaben. Ja, das stimmt. Beim letzten Mal war es ja übel. Ohne Schaden und hast du nicht gesehen.
Das war scheiße. Okay, Moment, hier nochmal Munition für alle. Zugreifen. Ich beschütze dich. Spezialo Munitiono. Meinst du, Panzerbrecher zieht hier bei den Leuten? Bei den Dicken da, den Rhinos, auf jeden Fall. Und bei den Normalen auch, oder? Ja, auch, aber da finde ich dann die Explodierende schon so ein bisschen besser. Oder Brandmunition. Auch ziemlich gut. Ja, hat der eine ja gelegt, ja. Cool. Okay, hier wieder eine leichte Herausforderung. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja, jetzt schon wieder Explosivmunition gelegt. Aber noch nicht mitnehmen. Mach erstmal deine andere leer. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Okay, dann, das ist ja ganz gut. Er geht dann auch ein bisschen auf Munition. Dann mache ich auf jeden Fall Rüstung gleich noch. Hat jemand den Skorpion gesehen? Der springt da hinten rum. Ich würde ihn ganz gerne übernehmen, obwohl ich könnte mir auch Phantom holen. Da oben ist er. Da oben. Willst du den Phantom holen oder sollen wir den? Ja, ich hol mir Phantom. Alles klar. Gut, dann lass ich ihn leben. Dann lass ich ihn später leben, genau. Sonst würde ich den ja ratzfatz tot machen, kennst du mich ja, weißt du. Geht er schnell, ja. Okay, automatisch. Oh, die Phantom. Schon... Meiner! Boah. Sind gerade noch so vom Soflam gerettet. Soflam! Ich fast in den Salat und in die Soße gelegt. Ich habe ja gelesen, man darf nicht Yalla Yalla sagen. Deswegen wie rassistisch. Stimmt, ich habe auch gelesen, man darf nicht Kanake sagen, weil das ist auch rassistisch. Auch wenn man gar nicht ausschließen kann. Ja, okay, Kanake kann ich verstehen, wenn es jemand schreibt, aber Yalla Yalla? Ich weiß es nicht. Das heißt einfach nur Kanake los geht's, heißt auch nicht, oder auf oder schnell schnell. Soweit ich weiß, heißt Kanake wortwörtlich auch nicht irgendwie scheiß Ausländer oder sowas, sondern irgendwie Mensch oder irgendwie sowas. Nichts Schlimmes jedenfalls. Und soweit ich mich erinnern kann, haben wir auch nur gesagt, dass ich so öfters genannt werde in den Kommentaren. Daher kann man auch gerne mal nachlesen. Aber du bist ja auch einer. Ich bin vielleicht einer, ja, genau. Und vielleicht auch ein Russe, Franzose oder... Weiß ich nicht. Okay, Moment, hier drüben nochmal Munition. So. Kommen hier gerade Sucher neue? Oder waren die schon? Ne, die waren schon. Aber irgendwo hier rennt immer noch ein Skorpion rum. Der ist tot gerade. Sehr gut. 10 markierte Aliens. Ah, hier drüben. 1, 2. Boah. Haben richtig Glück gerade mit den Aufgaben. Das ist geil. Das ist richtig geil. Leute, wenn's läuft, dann läuft. So ist es eben. Guck mal hier, zack, 8 von 10. Und schon wieder durch. Nein, geschenkt, geschenkt. Wie jetzt? Gescheitert? Gescheitert stand da. Ja, warum das denn? Das ist schon wieder so ein Teleporter-Vieh, so ein Schatten. Ah, irgendwas war da drüben am Bohrer. Nee, natürlich, die explodieren. Oh Mann. Die haben Schaden gemacht. Achtung, Säure, Säure. Hier drüben Munition. Erstmal mitnehmen. Okay. Phantom hier drüben. Ich kann ihm gar nicht Schaden geben. Ist der besetzt? Nee, der sollte eigentlich gegnerisch sein. Komisch. Boah, ich habe schon wieder keine Munition. Leg mal eine Rüstung hin. Boah, jetzt hier Munition ohne Ende. Wow, ich bin beinahe down, ich bin beinahe down. Hol dir eine Weste. Yo, ich bin dran. Es läuft, richtig gut da. Naja, ich bin beinahe down. Ja, egal. Okay, Plan B, hier drüben, Drogen, wilde Drogen. Ist geil, ja, jetzt gerade wo sie kommen, perfekt eingesetzt. Da spürt man wieder den Pro, weißt du, okay, da kommt er halt wieder raus. Hier, zack, Regeneration. Ab und zu zeigt er sich, weißt du. Man nennt ihn einen jungen Gott. Auf jeden Fall, ja. Der eine ist down. Ich hab wieder keine Munition. Apropos junger Gott, ey, das wäre auch ganz geil, Kratos mal als kleines Kind zu zocken, ne? Das wäre doch super. Was ich wette, da konnte ich noch gar nichts. Meinst du?
Nee. Kam erst so erst in der Pubertät, wo er die Frauen entdeckt hat, da dachte er sich, ich gehe jetzt pumpen, ich werde jetzt der geilste Motherfucker überhaupt oder was? Yep, so war's. Naja, so war's. Ja, oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Wie geil. Was hast du bekommen? Für eine Waffe? Was Gutes, keine Ahnung. So. Meinst du, Kratos ist der Spielecharakter, der die meisten Weiber weggehauen hat, sozusagen? Oder gibt es jemanden, der noch mehr hatte? Lass mich mal nachdenken. Die meisten Weiber. Ja. Wen gibt's denn da eigentlich so? Ich weiß es nicht, Sleeping Dogs, Wei Shen. Na, hat der so viele? Ja, Nutten und so und die ganzen. Aber nur Tossen. Wenn du. Ja, gut, ich meine jetzt so, was vom Spiel vorgegeben ist. Das war ja alles optional, oder? Ja, ja, das war optional. Oder hat er mit irgendeiner geschlafen? Ich weiß es gar nicht. Ob nicht. Die stehen irgendwie hier nur rum, die Leute. Da könnte schon Kratos sein, ne? Conan? Hast du mal Conan gespielt? Stimmt, ja, ja. Hat er nicht auch ziemlich viele rumgeballert? Ja, ja, ja. Also der hat doch einige weggenudelt. Aber Conan fand ich gar nicht so übel. Ey, aber die deutsche Version war so... Ja, die deutsche Version war natürlich so geschnitten, dass da gar nichts kommt. Aber sonst war es eigentlich ziemlich geil. Hast du mal, boah, wie hieß das? Vikings? Ah, nein! Vikings Battle of Azeroth. Ja, das war auch super geil. Genau, auch Bock gemacht. Es war ja so ein bisschen Open World, ne? Mit diesen Gebieten, ja, wo dann genau, die Farbe genau zurückgekommen ist. Und nee, nach keine und nach Farbe. Immer alles. Aber du ja, doch, so doch. Am Anfang war alles dunkel und wenn du dann das Gebiet befreit hast, dann stimmt, kamen dann irgendwie ja, stimmt, die Blumen und grüne Wiesen. Stimmt, ey. Das war ganz geil damals, wirklich. Ja, das hat echt Bock gemacht. Das kam ja vor einem Jahr nochmal für den PC raus. Echt? Ja. Mit besserer Grafik und so. HD-Version. Hast du nochmal gezockt? Ich hab's mir geholt, ja. War ziemlich cool. Ich wollte's Let's Playen, aber habe ich mir gedacht, nee, die Leute haben keine Nerven für sowas. Viel zu anspruchsvoll. Ja, keine Zombies, keine Aliens, kein ja, COD. Halbnackte Männer aber. Das wäre doch was. Für dich besonders. Boah, ich geh down. Na, verflucht, da drüben ist der Nebel. Mensch, wir haben dir noch fast gar nichts an Schaden gegeben. Was ist da los? Na, wir könnten hier die Eier nochmal machen. Ey, dieser Nebel, der pisst einem so an. Hast du neue Rüstung gelegt? Ja, ja, ja. Ah ja, hier drüben. Yes, drei auf einmal. Kennst du das Spiel Night Contract? War das. Basierte das nicht auf einer deutschen Buchvorlage? Ja, Faust, Faust. Faust, genau, ja, ja. Das wollte ich immer mal fertig spielen. Das fand ich eigentlich auch irgendwie cool. Ich hab's nicht gezogen. Sollte irgendwie ziemlich scheiße sein oder so. Ja, es geht. Wenn man halt sowas wie Dantes Inferno und so mag, dann ist es in Ordnung. Aber war das nicht schon wieder so ein Spiel, wo du eine Begleiterin hattest, die du übelst beschützen musstest? Yep. Ich hasse sowas, ich hasse sowas. Eier hier drüben, Eier hier drüben. Eins fehlt. Wow, das Ei hier war total verkletscht. Super. Ich mag ja solche Sachen nicht, wo du KI-Leute beschützen musst. Es geht meistens in die Hose. Kennst du noch dieses eine Spiel mit dem kleinen Jungen und dem Geist für PS2? Wie hieß denn das nochmal? Iku? Aiko? Oder Aiko oder irgendwas? Ja, genau. Hab ich nicht gezockt. Fand ich aber ziemlich gut. Nicht gezockt. Bis heute nicht. Ich habe auch Shadow of Colossus noch nicht gezockt. Würde ich mal nachholen. Ja. Aber die Steuerung soll ziemlich arglig sein. Ach du Scheiße, voll viele Sucher hier. Wow! Boah, nein! Nein, ich stehe im Nebel. Keine Orientierung. Keine Munition. Er ballert wieder rum. Oh, weg hier, weg hier. Oh. Ich muss hier unten Panzer. Ich geh down, ich geh down, ich geh down. Wie
komme gerade nicht zu dir, dein Weg ist voll versperrt, ey. Moment, Moment, ich komme zu euch, hier drüben. So, Boss! Hilft er dir? Ja, ich bin schon wieder oben. Und liegt noch Rüstung. Yo, mitgenommen! Aber wir müssen dem jetzt mal weghauen, ey. Das kommen immer noch mehr. Eier, 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 hier drüben. Okay, wir haben die Hälfte. Neue Sucher hinter uns. Okay, Leute, wir müssen dem geben. Ich bin dabei, ich bin dabei. Da drüben gibt's Drogen. Oh, Booster, super. Super, super, super. Auf der anderen Straßenseite da hinten gibt's Drogen. Mensch. Munition. Wir haben ihn gleich. Ein Viertel noch. Oh, ich habe schon wieder keine Munition. Achtung, hier drüben neue Sucher, ich bin dran. Oh, die mache ich. Mensch, was ist denn hier los? So, jetzt kriegt er aber. Boah, hinter mir. Hui. Alles klar, hier drüben so eine kleine runde Drogen. Rüstung. Drogen gibt's da hinten. Komm, 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 komm. Millimeter, Millimeter. Oh Gott. Oh nein, hier ist wieder Nebel. Wir haben ihn, wir haben ihn. Sehr gut. Mein Gott, ey. Wie viel hier kommen? Okay, ich habe wieder einen Punkt und das war knapp irgendwie. Nochmal hier die Geschütze gepimpt. Hier Munition hier drüben. Okay, hier können wir looten gehen. Was zur Hölle rennt denn da oben rum? Wo? Da oben war eben gerade ein brennendes Alien. Aber kein Sucher. Es war irgendwas anderes. Ist ja geil. Kommt da noch ein Special Zombie, Special Vieh oder so? Ich habe keine Ahnung, aber es gab mal so ein Easter Egg in der ersten Karte. Da waren dann die Aliens so, dass irgendwie Puppen aus ihnen rausgeregnet sind oder sowas. Echt? Ja, ja. War ganz witzig. Klingt fast nach Halo. Wo dann so Konfetti rauskommt. Kennst du das? Ja klar, Halo. Ja. Also ich meine, ja, die ganzen, Dings. Ja, ja, das waren ja diese, die Schädel, weil du die Schädel. Genau, die Schädel. Ja. Munition hier drüben. Komm schon, ich will noch so einen kleinen Schlüssel. Das wäre ziemlich geil, Hey, hier war wieder jeder am Geiern hier oben. Standard. Geheimdaten, so. Hier drüben habe ich bereits. So, jetzt hauen wir rein. Jetzt geht's los. Boah, neben mir ist ein Skorpion eben gerade gespawnt und schenkt mir hier voll ein. 10.000 ausgeben. Super, auch schon wieder ziemlich easy mit 4 Leuten. Sollte möglich sein. Alles klar, ich hau hier mal Munition hin für alle. Drogen und Munition für alle. Noch ein Geschütz hier hingeklatscht. Rüstung. Wir müssen schauen, dass wir die Skorpione wegholen, weil die sind ziemlich extrem. Ja, auf jeden Fall, ja. Nein! Wieder an meinem Geschütz! Ey, solche Geier! So, Flamm! Ah.
Okay, Moment, das stellen wir mal hier drüben hin. Okay. Boah, wie hier alles brennt. Hier alles voller Gift ist. Über uns, da sind die scheiß Skorpione. Drecksviecher. Ach du Kacke, die gehen schon wieder aufs Geschütz, ich schweine. Ja, immer wieder. Sie rennen wirklich direkt dahin und wollen die Teile jetzt zerlegen. Phantom hier drüben, Phantom. Hast du noch so ein Hypno? Nee. Scheiße. Naja. Ah, einer hat einen übernommen. Da, Rüstung hinter dir. Hinter mir Rüstung, wo denn, wo denn, wo denn? Achtung, Skorpione. Irgendwie schieße ich teilweise nur blind einfach rein in die Meute. Ey, der Bohrer ist schon ziemlich beschädigt. Reparier ihn. Der ist, glaube ich, dabei, der eine. Ich beschütze den mal eben. Ja, hat er gemacht. Super.